Um 16.55 Uhr wurde die Feuerwehr Wolfhagen zu einem Brand im Gebäude alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl zum Teil in voller Ausdehnung. Wir haben dann entsprechend die Maßnahmen eingeleitet. Wir haben zwei Trupps in den Innenangriff geschickt, um eventuelle Personen noch herauszubekommen. Glücklicherweise war niemand mehr im Gebäude, sodass nur Gebäudeschaden entstanden ist. Es hat ein überdachter Balkon gebrannt mit anliegendem Wohnzimmer, sodass eben der Gebäudeschaden relativ hoch ist. Das Gebäude ist zurzeit unbewohnbar. Durch die starke Rauchentwicklung, den Ruß, sind alle drei Etagen in Mitleidenschaft gezogen. Mal abgesehen davon, dass ein gewisser Wasserschaden entstanden ist bei den Löscharbeiten. Die Bewohner sind alle untergebracht worden. Die Stadtverwaltung hat sich hier darum gekümmert und dass die erstmal bis auf Weiteres versorgt sind. Wir sind jetzt noch dabei, die letzten Glutnester aufzuspüren mit Wärmebildkamera und die abzulöschen. Ich denke mal, dass die Einsatzdauer noch circa eine halbe Stunde sein dürfte und dann ja, ist der Einsatz für die Feuerwehr erstmal soweit beendet. Wir waren mit 55 Einsatzkräften hier vor Ort.